Moin und willkommen zurück bei Beholder. Wir haben vom letzten Mal noch eine Aufgabe offen. Wir müssen noch einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Warum da Schimmers steht, da habe ich auch keinen Schimmer. Und das hatten wir, glaube ich, erledigt hier, ne? Ach so, die wollten ja jetzt Sachen von mir. Genau, ich soll Marthas Puppe wiederfinden. Ich soll mir für Anna einen Topf leihen und Wirtschaftsbücher für Patrick finden. Oh Mann. Okay, ich werde mich mal bemühen. Mal gucken, wer hier jetzt aussteigt. Vielleicht quatsche ich den gleich mal an. Die sieht mir doch nach Kochtopf aus hier. Hallo. Ich möchte Sie um etwas bitten. Könnten Sie mir Ihren Kochtopf leihen? Das würde ich auch jeden auf der Straße fragen. Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Na, endlich. Hier, bitte. Oh, hat sie gleich mitgehabt. Das ist praktisch. Ja, sehr schön. Finde ich super. Danke, wir bringen ihn zurück. Ich übersetze das mal, ne? Da steht, wir bringen sie zurück. Egal. Das ist nicht nötig. Mein Mann und ich leben allein und wir fassen das nie an. Nehmen Sie das bitte als mein Geschenk zum Einzug. Ja, danke. Das ist mal nett, dann können wir das Pöttchen gleich behalten. Wer läuft denn hier sonst noch rum? Ich brauche noch eine Puppe und ich brauche noch die Wirtschaftsbücher für Patrick. Dieser Bus ist ja Gold wert, ne? Ich bleib gleich hier stehen. Der Seemann. Der will was von mir. Der hat ein Ausrufezeichen. Was wollen Sie? Sonderangebot? Ich habe ein Angebot. Die Zeiten sind schwierig. Jeder versucht sein Bestes zu geben. Ich habe Dosenfisch. Das ist ja schön für dich. Sie kennen hier jeden. Finden Sie mir einen Käufer, dann werde ich Sie großzügig bezahlen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Soll man das machen? Ich meine, Knete ist ja nicht schlecht, aber naja. Qualität ist wichtig. Was für Konserven, gute oder der normale Dreck? Das ist die beste Qualität, importiert aus dem Ausland, wird weggehen wie warme Semmeln. Aber es ist nicht sicher für mich, auf den Markt zu gehen. Ich will die ohne Probleme kaufen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Bitte? Ich will die ohne Probleme kaufen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Ja, danke für diesen Satz. Ich habe die Konserven im Schiffsraum gefunden. Niemand hat sie benutzt. Die erste Regel auf dem Schiff, was nicht festgenagelt ist, gehört niemandem. Da habe ich einfach genommen, so viel ich tragen konnte. Nee, Sonnenkram machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Ich bin nicht interessiert. Egal. Okay, der war nicht nützlich. Der macht nur krumme Dinger. Ich möchte viel lieber eine Puppe und die Wirtschaftsbücher. Vielleicht kann ich hier mal klopfen. Ich glaube, da ist einer zu Hause. Und mal danach. Oh! Büchern fragen oder so. Schönen Nachmittag. Nach dem Kochtopf fragen. Nee, wir haben ja jetzt schon einen. Nee, denn nicht. Denn nicht. Entschuldigen Sie die Störung. Dann gehe ich jetzt einen weiter nach unten und klopf hier mal. Da ging doch eben der Klaus Schimmer rein, vielleicht. Das ist er doch hier, ne? Vielleicht hat der ja so ein Wirtschaftsbuch für mich. Oder eine alte Puppe, man weiß ja nie. Hallo. Sie sind doch ein gebildeter Mensch, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Die Universität gab meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen, aber keiner der Buchläden führt sie. Die Bibliothek ist eine Möglichkeit, aber die Schlange ist immer sehr lang. Habe ich den schon gefragt? Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange, die Bibliothekare sollten sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie einen ohne Erklärung fort. Ah, den hatte ich noch nicht gefragt, genau. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Da siehste, super. Ich wäre glücklich, wenn Sie Ihrem Sohn beim Lernen helfen würden.
Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenige Menschen diese Meinung teilen. Sie haben meinen Sohn gerettet. Vielen Dank, Klaus. Da sind sie schon. Klasse, es läuft. Das finde ich gut. Dann fehlt nur noch die Puppe. Nicht nur mein Sohn, meine Brieftasche auch. Ja, klar. Sollten ja auch ein bisschen was kosten. Kochtopf haben wir schon. Dann sind wir hier fertig. Alles Gute, Karl. Aber die Puppe. Oder habe ich die eingesackt? Sag mal, ich laufe mal schnell nach Hause. Habe ich ihre Puppe irgendwie eingesackt? Ich habe doch vorhin... alles... nee, das war ihr Quietscheentchen. Ich habe ja alles hier rausgesammelt, aber eine Puppe ist nicht dabei. Vielleicht kann ich ihr stattdessen die Ente geben? Naja, im Moment scheint sie auch nicht wach zu sein. Okay, hier gibt es neue Verordnungen. Es ist verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. Und importiertes Mineralwasser ist verboten. Meine Güte. Ja, so, hier ist meine Frau. Der gebe ich jetzt erstmal den Kochtopf. Wenn ich kann. Kann ich aber nicht. Sie verweigert das Gespräch gerade. Jetzt. Was ist, Karl? Hast du einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles für den Kompott vorbereitet. Ja, Maria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spare nicht mit Zucker beim Kompott, ne? So sieht er auch aus. Letztes Mal war total wässrig. Es ist total wässrig, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. Okay. So, jetzt kriegt der Kleine seine Bücher. Hast du etwas über die Bücher herausgefunden, Vater? Hier sind deine Bücher. Wow, ich mache mich an die Arbeit. Solchen Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Was immer das Rattennest ist. Zur Bibliothek meine ich. Ach so. Okay. Jo, dann haben wir das bis auf die Puppe fertig. Ich frag doch jetzt ihn hier mal. Ich glaube, das ist der einzige, der Ranek, den ich noch nicht angesprochen habe auf die Puppe. Ich kann ihn aber nur auf seine Frau ansprechen. Das hatte ich eigentlich schon. Er hat mir auch nichts mehr zu sagen. Okay. Das ist meine Frau. Über Marthas Puppe. Vielleicht ist sie die Lösung. Anna, hast du die alte Puppe, mit der Martha gerne spielt, gesehen? Sie kann sie nicht finden. Deswegen ist sie so traurig und hat Angst, mit mir zu reden. Vielleicht ist sie hinter dem Kleiderschrank oder unter dem Bett? Hinter dem Kleiderschrank oder unter dem Bett. Okay, das hatte ich schon. Hinter dem Kleiderschrank, unter dem Bett. Ich guck mal. Da ist sie schon mal nicht. Vielleicht unter dem Bett. Auch nicht. Dann bleibt nur noch der Kleiderschrank. Jo, och, ist die süß. Och Gott. Ja, da freue ich mich, dass ich sie ihr wieder bringen kann. Komm mal her, Kleine. Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Ich habe sie schon gefunden. Hier ist sie. Danke, Papa. Ich habe mir ein tolles Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin, begraben unter Schutt und ich werde die Retterin sein. Das ist ja traumhaft. Was für ein Spiel. Vielleicht spielst du besser mit Bauklötzen. Ich habe eine Kohlenmine aus Bauklötzen gebaut. Super.
Ja, das ist doch mal ganz nah am Leben offensichtlich. Was ja eigentlich gar nicht so lustig ist, aber es ist süß gemacht. So, jetzt müssen wir mal dringend einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Ich weiß nur nicht, wir haben ihn ja nirgendwo bei ertappt oder so. Einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Na gut. Aber müsste ich da nicht irgendwas? Ich kann mich da mal hinsetzen. Einen Bericht schreiben. Mensch, Junge, halt die Backen. Klaus Schimmer lebt in Wohnung. Ja, was war das jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. In Wohnung Nummer 1, ne? Genau. Oh, Junge, halt die Backen! Der macht mich fertig. Verstoß gegen Verordnung? Ja, nee. Nee. Hat er ja nicht. Sag mal, mein Sohn macht mich gerade wirklich. Was macht er denn da? Entschuldigt bitte kurz. Entschuldigt, ich muss mal kurz in die Einstellung. Ja, noch weiter kann ich ja kaum runterstellen. Ich mache das hier mal beides. Naja, das kann ich ja lassen. Ich mache das mal auf 3. Das geht mir auf den Senkel so ein bisschen. So. Ich soll einen Bericht schreiben, aber. Ach so. Aber. Ich kann gar nicht so richtig. Weil er ja gar nichts verbrochen hat. Vielleicht reicht das, ein Profil zu erstellen. Dann machen wir jetzt mal Klaus Schimmer. Wohnung Nummer 1. Geschlecht männlich. Familienstand. Wohnt mit Maria Schimmer. Und er ist Tabakverkäufer. So. Ja, wir wissen, dass er Schach spielt. Dass er gerne fotografiert. Er ist Weinkenner und er modelt gerne. Naja, okay. Ja, dann sende ich das mal. Und das scheint auch. Ja. Also mit Bericht schreiben meinen die nicht unbedingt Bericht schreiben, sondern manchmal reicht es wohl auch, ein Profil eines Mieters zu erstellen. Gut, wissen wir Bescheid. Dann rufe ich jetzt das Ministerium an und sag Bescheid, dass wir alles ordentlich erledigt haben. Zeit zu handeln, Kamerad Karl. Sie müssen Klaus Schimmer zwangsräumen. Was, wieso soll ich den denn zwangsräumen? Wieso das denn, Spindi? Da muss ich mal nachfragen. Wieso, wie kann ich, nein, ich will ja gar nicht, wie kann ich Schimmer zwangsräumen? Sprechen Sie mit Schimmer, für uns wäre es in Ordnung, wenn er auszieht. Aber es wäre besser, wenn Sie über ihn berichten, sobald er eine Anordnung missachtet. Das ist Ihre Pflicht, Kamerad Karl, na, das sehe ich aber echt anders. Da frage ich mal über die Methoden nach. Ach so. Okay, das war das, was ich schon hatte. Ich dachte, ich frage jetzt mal, was das hier für beknackte Methoden sind, aber okay. Über Schimmers Frau nachfragen. Was wird mit seiner Frau passieren? Sie ist uns egal. Tun Sie, was Sie für das Beste halten. Boah, das ist ja hammerhart irgendwie, ne? Ich will das doch gar nicht. So, er hat gespeichert. Und an dieser Stelle mache ich mal einen Break und lasse das Ganze mal sacken, weil ich weiß nicht, ob ich das mit Klaus Schimmer da jetzt machen möchte. Der hat doch nichts getan, warum soll ich dem jetzt drohen, er soll ausziehen? Schrecklich. Okay, gut, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dann. Tschüss.